reingelegt. Haha, du hast es geglaubt. Nein, habe ich nicht. Du wohl. Nein. Du hast es geglaubt. Aber die Blumen sind wirklich schön. Richtig schön. Was hätte ich dann geantwortet, wenn er es ernst gemeint hätte? Natürlich nein. Oder? Jürgen ist doch der perfekte Mann. Er passt eigentlich viel besser zu mir als David. Vielleicht liegt meine große Liebe hier neben mir im Gras und ich bemerke es erst jetzt. Liebe will nicht. Liebe ist. Liebe sucht nicht. Liebe kämpft nicht. Liebe wird nicht. Liebe ist. Liebe soll nicht. Liebe fragt nicht. Liebe ist. So wie du bist. So wie du bist. So ein Quatsch. Doch nicht Jürgen. Der Jürgen, der bei der Jugendweihe den recycelten Präsent-20-Anzug von seinem Vater durchgeschwitzt hat. Das würde niemals gut gehen. Liebe braucht Geheimnisse. Und? Oh, reiß dich zusammen, Lisa. Obwohl, eigentlich, wie als echtes Paar, Mama und Papa wären völlig aus dem Häuschen. Ein Schwiegersohn aus Göberitz. Ich mach wohl Witze. Schluss jetzt. Du hast für die Antwort 2, 4 und 10 Buchstaben. Was? Lisa, ich habe dir die Frage der Fragen gestellt. Und du kannst antworten mit Ja, Nein oder Vielleicht. Dass du mir das antust. Was für eine Qual. Ich bin nicht meine Antwort wert. Ich gehe in den Tümpel. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Nein! Er hat so einen verdrehten Humor. Wir hätten bestimmt ganz viel Spaß zusammen. Was heißt hätten? Wir haben viel Spaß. Was denkst du? Nichts. Du lügst. Man kann nicht nichts denken. Das geht gar nicht. Sei denn, man hat nichts im Oberstübchen. Oh, da kenne ich dich ja besser. Und klug ist er auch. Eigentlich perfekt. Was denkst du? Ich überlege gerade, ob ich den Getränkekühler doch rechts neben die Tür stelle. Das ist wenigstens ein Gedanke. Blöd nicht. Oh. Entschuldige. Lisa Plenske? Oh, ja, wir sind schon auf dem Weg, ja. Also ich bin auf dem Weg. David. Ja. Das war wirklich super ätzend, ja. So was kann auch wirklich nur euch passieren. Oh. Dieses Hemd allerdings ist ganz interessant. Daraus ließ sie was machen, was? Aha, finde ich auch. Lässt ihr was da? Was kriege ich dafür? Na, such dir was aus. Okay. Und du gibst uns dafür den restlichen Nachmittag frei. Der Tag war doch wirklich so anstrengend. Hm? Habt ihr euch derart beim Schwimmen verausgabt? Aber der ganze Stress mit den Klamotten. Hast du eine Ahnung, wie peinlich das für uns war? Wie ich sag, den Spießrutenlauf ist dagegen Scheißdreck. Das habt ihr euch alleine selbst zuzuschreiben. Hugo, ich sehe mein Lieblingsschild wahrscheinlich nie wieder. Jetzt stell dir mal vor, dir wäre sowas passiert. Splitternackt in der Stadt. Und Dieu, quelle horreur. Heißt das ja? Also gut, ihr habt mich überzeugt. Er scheint dieses Trauma ja wirklich noch verarbeiten zu müssen. Na los, Alisi. Danke, du bist echt ein Schatz. So, hier. Danke. Und du willst wirklich nichts? Okay. Er ist so aufmerksam. David würde nie auf die Idee kommen, dass ich Durst haben könnte. Oder Hunger. Eine Rechenmaschine muss ja auch nicht gefüttert werden. Vielleicht einen Kaffee? Das heißt jetzt überhaupt nichts. Nur antrainierte Höflichkeit. Wobei, können diese Augen lügen? Jürgen würde sofort sagen, ja, können sie. Dafür sieht er so männlich aus in seinem Anzug. Jürgen sieht da eher jugendlich aus. Irgendwie fluffig. Und dann mit diesem witzigen Bart. So ein Goatee ist total hip. Ob der David auch stehen würde? Nee, weiß nicht. Was meinst du? Was? Hello, anybody at home?
Na, welchen würdest du favorisieren? Vertriebsweg. Ach so, ja. Also ich, besseren? Ha. Farben sind elementar. Sie geben uns das Gefühl des Lebens. Sind das die richtigen? Danke, ma chère. Du verstehst mich wirklich fast ohne Worte. Die Welt ist trist und grau genug. La couleur gibt uns die Leichtigkeit des Seins. Mmh. Das weckt die Sinne. Ja, und sowas versteht Richard nicht. Der Mann ist kreatives Niemandsland. Als ich noch am Theater war, waren die Kreativen permanent im Clinch mit den Finanzchefs. Das ist wohl normal. Friedrich hat mir immer freie Hand gelassen. So wie mit ihm wird es nie wieder sein. Erdbeermus. Mmh. Ich kann farbenförmlich auf der Zunge spüren. Vielleicht kombiniert mit etwas Waldmeister? Mhm. Könntest du das bitte? Ja, klar. Weißt du, die Senioren von heute, die sitzen nicht mehr am Teich und füttern Enten in grauen Twinsets und beigen Windjacken. Nein, die sind lebenshungrig und gehen auf Kreuzfahrten, lernen tanzen und gehen ins Fitnessstudio. Ja, die wollen eben nicht rumlaufen wie graue Mäuse. Du sagst es. Retro-Style kombiniert mit frischen, modernen Farben. Das ist die Richtung. Ich brauche mehr Stoff. Bring mir Farben. Mm, ich hab's gewusst. Du lässt dich nicht unterkriegen. I got a fever, an inflammation, that's what I got. You turn the heat on me, some like it hot. Ich habe ihm die ganze Zeit die Ohren voll geheult. David hier, David da. Was, wenn Jürgen die ganze Zeit in mich verknallt war? Mensch, was habt ihr heute alle gegen meine Götterspeise? Es tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Ich bin einfach heute so tollpatschig. Ach nee, ist ja nichts passiert. Das sagst du so, aber das kann man doch noch gar nicht wissen. Was kann man nicht wissen? Naja, da denkst du, das ist alles ganz easy und dann auf einmal da hast du... Okay. Wie heißt er? Wie heißt wer? Naja, du träumst hier rum. Du kleckerst mit Pudding, du bist total von der Rolle. Hinter sowas steckt doch normalerweise ein Kerl, oder? Quatsch. Total lecker. Man kann doch einfach mal träumen, oder? Ist doch nichts dabei. Jeder träumt doch mal. Das ist doch völlig normal. Entschuldigung. Agnes, ich weiß doch gar nicht, ob er auch was von mir will. Das lässt sich doch rausfinden, oder? Was ist denn, wenn ich mir das alles nur einbilde und er hat noch gar nicht was gemacht? Pass mal auf, du magst ihn, ja? Er mag dich? Ich glaube schon. Was war's denn dann noch? Weißt du was, Lisa? Die einzigen Entscheidungen, die man irgendwann garantiert bereut, ja? Das sind die, vor denen man gekniffen hat. Was hast du denn zu verlieren? Meinen besten Freund? Meinen Seelenfrieden? Na, nichts. Wisst ihr? Also, ran an die Buletten. Fühlt sich wie meine Traumfrau an. Oh, und ich dachte, du wärst so in deine Arbeit vertieft. Das macht mich doch nicht gefühllos. Dann habe ich hier Glück. Ich habe Glück. Der Wedding Planner hat übrigens angerufen. Er schickt uns eine Liste mit alternativen Locations. Ich kümmere mich drum. So wie du dich um unser Haus kümmerst? Lernfähigkeit ist die Voraussetzung zum Erfolg. Dann hast du dir die bereits verdient. Weißt du noch, wie du mich 89 ins Kino eingeladen hast? Als der Film zu Ende war, war die Mauer gefallen. An diesem Tag sind noch ganz andere Bastionen gefallen. Die Straßen voller Menschen und dann diese stinkenden Autos, diese Trabis. Den Tag werde ich nie vergessen. Ach, und ich dachte, es lag an mir. Vielleicht auch so ein klitzekleines bisschen? Vielleicht auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall hast du alles perfekt arrangiert. Ja, die Sache mit der Grenzöffnung ist mir ganz gut gelungen. Aber die Verhandlungen waren echt hart an diesem Tag. Ich habe dem Politbüro gesagt, Leute, heute will ich das schönste Mädchen der Welt beeindrucken.
Und das müsst ihr einfach einsehen. Spinner. Mit diesem Spinner bist du aber schon ganz schön lang zusammen. Die Geschichte erzählen wir mal unseren Enkeln. Überspringst du da nicht eine Generation? Wann fängt das Kino genau an? Wir haben noch ein bisschen Zeit. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me, you obviously. Ich glaube, das ist es. Perfekt, finde ich auch. Ihre Erfolgsprämie, Mademoiselle. Ah, wie großzügig. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Die ist hübsch, ne? Mhm. Also ich meine, manche Männer stehen ja auf diesen blonden Dreilentrüb. Aber es gibt ja auch die, die auf diese rassigen, dunkelhaarigen stehen, diesen südamerikanischen. Aber manche Männer sind auch gar nicht festgelegt, ne? Mhm. Sag mal, was zupfelst du eigentlich die ganze Zeit an deinen Haaren rum? Magst du meine Frisur nicht? Die hast du, seitdem ich dich kenne. Also ist sie langweilig. Ist es so besser? Keine Ahnung. Also ich habe mal gelesen, dass Marlene Dietrich, die hat sich die Backzähne ziehen lassen, damit sie im Gesicht schmaler ist. Also ungefähr so. Dann willst du den Rest deines Lebens Suppe schlürfen? Vergiss es, Lisa. Du trägst doch nicht Zahnspange, um dann dir die Zähne rausreißen zu lassen. Außerdem, Mariella hat auch keine Hohlwangen. Wieso denn Mariella? Naja, die entspricht ja offensichtlich Davids Typ. Obwohl, da ist der Mann flexibel. Hey, da ist irgendwas falsch verstanden. Es geht überhaupt nicht um David. Es geht immer um David. Du, bei Schluckauf hilft nur eine Sache. Und zwar. Und? Oh, Scheiße. Erschrecken bringt nichts. Nase zukneifen, Wasser trinken und die Luft anhalten. Scherzkeks, davon krieg ich ja noch mehr Schluckauf. Das ist ohne Kohlensäure. Also mach schon. Und? Mhm. Ich glaube, es funktioniert. Okay. Du steckst die Finger in die Ohren und bewegst sie leicht. Das beruhigt den Schluck auf Nerv. Okay. Denk einfach an 7 glatzköpfige, nackte Männer. Ey, du sollst dich konzentrieren. Denk an 7 total muskulöse, nackte. Oh, hör bloß auf mit Nacktheit. Davon habe ich heute echt genug. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hätten uns am See so gesehen, die hätten ja wieder sonst was gedacht. Naja, kein Wunder, wenn du ihnen erzählst, wir hätten so eine Art Dreierverhältnis. Naja, ich wollte sie halt ein bisschen schocken. Mhm, und mich halten jetzt bestimmt für so einen Perversen. Was ist denn daran bitte schön pervers? Du, also wem es gefällt, okay, aber für mich wäre es nichts. Hey, ich glaube, er ist weg. Wer? Ja, der Schluck auf. Gut. Toll. Du Timo, sag mal, hast du vielleicht Lust, uns eine Flasche Champagner zu besorgen? Hm? Was? Ich soll meine armen Füße noch mal in diese Mörderdinger zwängen? Nee. Bitte, bitte. Ach nee, komm, davon kriegst du auch noch mehr Schluck auf. Oh, von Champagner nie. Na komm, ich geb dir auch was dazu. Ja, okay, ich gehe ja schon. Aber ich zahl. Wie macht sie das immer? Hast du kurz Zeit für mich? Kommt drauf an, wofür. Ich habe alles umgeworfen. Radikal. Schließ einfach die Augen.
Hugo, ich gehe gerne mit offenen Augen durchs Leben. Vertrau mir einfach. Das ist wirklich ein bisschen viel verlangt. Die ersten Entwürfe waren nur Skizzen, Vorentwürfe. Ich musste mich erst in das Thema einfühlen. Pop-Art für Oldies war auch nie das Thema. Da hat wohl irgendwas mit deinem Einfühlungsvermögen nicht gestimmt, was? Ich habe mich möglicherweise ein wenig zu sehr beeinflussen lassen. Na, das Problem hat sich ja jetzt gelöst. Ja, jetzt habe ich wieder zu meiner Mitte gefunden. Schließt du bitte die Augen? Hugo, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für irgendwelche deiner Spielchen. Entweder du zeigst mir die neuen Entwürfe der Silverline oder du gehst. Denk an Mousse au Chocolat, einen Strauß Flieder in der Abendsonne oder Tautropfen auf den ersten Narzissen im Frühling. Und jetzt sag mir deine Meinung. Wir gehen jetzt. Ja, bist du über Handy erreichbar? Das müssen wir leider ausschalten. Noch nicht mal verheiratet und schon bin ich unter ihrer Fuchtel. Schönen Feierabend. Ja, viel Spaß. Kirima Müller-Plenska am Apparat. Jürgen. Ja, klar. Ich komm schon. Tschüss. Kisten schleppen. Dafür bin ich gut genug. Aber auch Mauerblümchen können unwiderstehlich duften. Du wirst schon auch merken, dass ich auch eine Frau bin. Nicht dein gewohnter Stil, aber irgendwas wird schon für dich dabei sein. Sag mal, wieso glaubt eigentlich alle, werde ich sein, Luxusgirlie? Weil es so ist. Nein, es ist nicht. No, es ist doch. Okay, wenn du meinst, gibt's Schlimmeres. Ja, zum Beispiel behaarte Männerrücken. Gitt, ist ja widerlich. Ja, wie so eine aufgeplatzte Matratze. Dagegen hilft nur noch ein Heißwachsattentat. Du übrigens, vorhin wegen Timo. Ah, Timo hat doch keinen Pelzrücken. Nein, natürlich nicht. Ich meine eigentlich die Sache mit dem Dreier. Glaubst du wirklich, er hätte keinen Bock darauf? Ist der Papst katholisch? Ich glaube, jedermann träumt davon. Sicher? Du, keine Ahnung, vielleicht ist Timo da anders. Naja, es gibt einen todsicheren Weg, das herauszufinden. Wie jetzt? Na, wäre doch lustig. Oh, ey, Kim, das ist echt zu krass. Ach komm schon, sei kein Frosch. Ist doch nur ein Test. Hm? Und was hat er gesagt? Richard hat sein Okay gegeben. Die Finanzierung der Kollektion steht. Ah, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Wenn's einer schafft, dann du. Entschuldigung, ich. Oh Gott. Schon gut. Ich wollte nur. Es gibt genug zu tun. Ja. Agnes, Cognac! Liefern, ich sagte liefern. Und was macht der Kerl? Stellt die Sachen einfach auf den Gehsteig. Schönen Tag noch und vielen Dank. Ja, das nennt man Service in Deutschland. Sag's denen und nicht mir. Du, wenn ich meinen Kiosk so führen würde, dann wäre ich schon längst pleite und zwar zu Recht. Jürgen, willst du eigentlich noch was von Sabrina? Wie kommst du denn jetzt darauf? Nur so. Wieso? Die habe ich schon längst von meiner Festplatte gelöscht. Du stehst aber auf ihren Typ, ne? Nicht wirklich. Heuchler. Weißt du, sie ist sexy und sie kann jeden Mann verführen, aber mein Typ, nee. Sondern? Du, das kommt ganz drauf an. Keine Ahnung. Hier riecht's irgendwie ja? Verführerisch. Lisa, das bist ja du. Ja, ich habe ein neues Parfum. Gefällt's dir? Ja,
Sehr, Wahnsinn. Es riecht irgendwie... Nach Erotik, ungehemmter Leidenschaft und Ekstase? Nach Kaugummi. Himbeer, Zitrone? Hallo? Wo seid ihr? Wir sind hier. Wo ist hier? In meinem Zimmer. Ich hoffe, Prosecco ist okay. Für Champagner hat's nicht gereicht. Bring ihn einfach mit. Gläser haben wir. Ich dachte schon, du lässt uns ewig auf dem Trockenen. Hm? Was soll das denn werden? Na, wonach sieht es denn aus, hä? Huh? Na los. Hm? Willst du mitmachen? Oder einfach nur zuschauen? So, lass einfach stehen. Ich räume sie später weg, okay? Ist was? Findest du nicht, dass wir beide vielleicht mal zusammen ins Kino gehen sollten? Nur du und ich? Vielleicht sogar schon heute Abend? Willst du mich anbaggern? Ich? Nein. Ich wollte einfach ins Kino gehen und da wollte ich dich fragen, ob du mitkommen möchtest. Das gibt's ja nicht, du baggerst mich an.